beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Aschermittwoch mit uns und folgenden Themen. Tanzen und Zocken, Teelicht Thalheim ist umgezogen. Laufen und Feiern, Faschingszeit auf Eisarenen und Schneiden und Sägen, Halde 65 ist gerodet. Glück auf am Aschermittwoch, das sind Ihre Nachrichten aus dem Erzgebirge. Ab heute wird gefastet, 40 Tage lang, bis Ostern. Zumindest haben sich das einige Leute immer wieder vorgenommen. Man verzichtet dabei auf etwas Alltägliches, auf Süßes oder Alkohol, aufs Zocken am Computer oder auch mal, jawohl, auf das Handy. So ein Verzicht stärkt den Charakter, sagt man. Und wer durchhält, hat später oft eine ganz andere Sicht auf das, worauf man verzichtet hat. Auf unseren täglichen Nachrichtenüberblick wollen wir aber nicht verzichten. Ich hoffe, Sie auch nicht. Und so beginnen wir heute in Thalheim. Dort ist das Feuer eines Teelichtes neu entfacht worden, eines ganz besonderen Teelichtes sogar. Gerald Nözel war für Sie Feuer und Flamme. Ende des Jahres musste der Thalheimer Jugendtreff Teelicht das Feld in der Friedrichstraße räumen. Das Gebäude wurde abgerissen. Neues Domizil ist nun im Vereinshaus an der Stadtbadstraße. Da kann man schon mal einen kleinen Vergleich wagen. Ist es hier besser? Also hier auf der Stadtbadstraße gibt es mehr Außenmöglichkeiten im Außenbereich. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Bolzplatz, wir haben einen Wald hinterm Haus und einen Rodelberg direkt vor der Haustür. Das ist sehr schön. Ein kleiner Nachteil ist, dass unsere Räume nicht mehr ganz so groß sind wie vorher. Aber da haben wir uns bis jetzt ganz gut arrangiert. Am Anfang war es erstmal schwierig. Durch den ganzen Umzug war die Besucherzahl tüchtig eingebrochen. Aber wie man jetzt im Hintergrund vielleicht sieht, hat es sich jetzt wieder ganz gut auf eine höhere Besucherzahl eingespielt. Ganz viel Spiel, Spaß und Unterhaltung bietet das betreuende Team den Jugendlichen an. Und gerade jetzt in der Freizeit wurde der Veranstaltungskalender noch einmal besonders gut bestückt. Das Angebot im Jugendtreff Teelicht reicht von V-Action über Büchsenwerfen bis zum Domino-D und vielem mehr. Einer, der sich hier wie zu Hause fühlt, ist Patrick Marco aus Thalheim. Ja, ich bin jeden Tag hier, also Montag bis Freitag, und ich mache zurzeit auch Praktikant hier. Also hier ist heute ein V-Aktionstag, also wir bieten heute Spielrunde an und wir zeigen unsere Projekte und ja. Er ist mitverantwortlich für die Freizeitgestaltung im Teelicht. Bei einem kurzen Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten führt auch der Weg an der Küche vorbei. Hier sorgt ein eingespieltes Team dafür, dass man auch versorgt ist bei den vielen Aktivitäten. Um ungestört arbeiten zu können und kreative Ideen zu entwickeln, kam noch ein extra Raum dazu. Der bietet nun die nötige Ruhe, um neue Ideen zu entwickeln. Also jetzt gehen wir ins Büro. Unser neues Büro, und da ist der Andreas Krone und da tut unsere Sachen managen und Feinprogramme erstellen und vieles mehr. Wie gesagt, hier ist das Büro, wo der Andreas arbeitet und wo die ganzen Aktionen und Veranstaltungen in Teelicht vorbereitet wird und vieles mehr. Und hier ist mein Arbeitsplatz. Was damals auf der Friedrichstraße nicht möglich war, ist hier Wirklichkeit geworden. Die Räume und der Zugang zum Teelicht sind nun barrierefrei, also zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Eine behindertengerechte Toilette ist jetzt auch vorhanden. Niemand muss mehr draußen bleiben. Integration und Inklusion sind ein Thema. Abwechslung beim Zeitvertreib gibt es genug. Allerdings, nicht alles hat nach dem Umzug wieder Platz gefunden und wurde von den fleißigen Umzugshelfern wieder aufgestellt. Wenn also die Tischtennisplatte einmal nicht im Mittelpunkt steht, bleiben immer noch Airhockey und Tischfußball für die nötige Beschäftigung.
Diesmal stand aber die Wii im Mittelpunkt mit zahlreichen Spielen. Sport und Tanz waren die Favoriten bei den jungen Damen. Und dann verrät uns Patrick noch seine Leidenschaft, die er gerne an Interessierte weitergibt. Also ich führe eine Tanz-AG schon seit 6 Jahren. Und wir machen jetzt so zwischen Zumba und Hip-Hop. Wir tun es zusammen kreieren. Also das nennt sich jetzt bei uns kreatives Hip-Hop. Und gibt es eine Anlaufstelle in Thalheim, hier in Thalheim Athelich. Und noch eine andere Anlaufstelle in Stolberg in Wickwanda auf der Schneeberger Straße. Während auf der Wii Zumba-Rhythmen ertönen, bekamen die jungen Akteure gleich einige praktische Tipps von Patrick. Er hatte die Idee, 2 Tanzstile zu kombinieren und diese Form des Tanzes in einer Tanz-AG anzubieten. Also, wer einmal Lust auf etwas Neues hat und einen ganz neuen Tanzstil erlernen möchte, sollte doch einmal im Vereinshaus an der Stadtbadstraße in Thalheim vorbeischauen. Die Öffnungszeiten vom Jugendclub Teelicht sowie geplante Veranstaltungen hängen ganz aktuell immer aus. Die Nachrichten aus dem Erzgebirge. Das Erzgebirge feiert. Erik Frenzel konnte seinen Olympiasieg von Sotschi aus der letzten Winterolympiade wiederholen. Er setzte sich am Mittwoch deutlich gegen seine Konkurrenz der Nordisch-Kombinierer durch. Als 5. ging er nach dem Springen, das er vom kleinen Barken mit 106,5 Metern abschloss, auf die 10-Kilometer-Strecke. Die Dreiergruppe mit dem Japaner Akio Watabe und Lukas Klapfer aus Österreich führte während des gesamten Laufes. Einen Kilometer vor dem Ziel konnte sich Frenzel nach einem starken Antritt aber absetzen und ließ die beiden stehen. Mit 4,8 Sekunden vor dem Japaner und 18,1 Sekunden vor dem Österreicher überquerte der Erzgebirger die Ziellinie. Der Sieg allerdings für viele überraschend. Erik Frenzel kämpfte in dieser Saison oft mit Problemen beim Springen und gab auch die Weltcup-Gesamtführung ab. Umso mehr freut er sich nun über seinen Erfolg, gemeinsam mit dem Erzgebirge. Bis Anfang Februar wurde das Areal auf der Halde 65 gerodet. Die von der Wismut GmbH beauftragte Firma fällte im Bereich der Böschung und des Plateaus rund 16.500 Bäume und entfernte das Buschwerk. Die Arbeiten wurden zum größten Teil mit Baumscheren durchgeführt, was die Lärmbelästigung für die Anlieger auf ein Minimum reduzierte. Ab März 2018 werden die gefällten Bäume nun entastet. Verwertbare Stämme werden später veräußert. Minderwertiges Holz wird beräumt. Die verbliebenen Wurzelstöcke werden gerodet, gereinigt und geschreddert, bevor sie in der Anlage auf der Halde 373 kompostiert werden. Die Halde 65 ist eines der aktuellen Großprojekte im Rahmen der Sanierung der sächsischen Wismut-Altstandorte. Die Rodung und erste Arbeiten zur Baufeldfreimachung dienen der Vorbereitung der Sanierung. Das Konzept sieht eine Umlagerung des Haldenmaterials zur Halde 371 vor. Der Beginn der Arbeiten ist für Mitte 2018 vorgesehen. Vor Beginn der Arbeiten hatten die Wismut GmbH gemeinsam mit der Gemeinde, dem Planer, der Bauoberleitung und der ausführenden Rodungsfirma in der Gemeindeverwaltung Bad Schlema die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert. Aktuell sind wieder vermeintliche Energieberater angeblich im Auftrag der Auer Stadtwerke unterwegs. Die Kunden werden angerufen und gedrängt, einen Vertrag abzuschließen. Bereits mit nur wenigen Daten, wie beispielsweise der Zählernummer, werden auf diese Weise ungewollte Versorgerwechsel herbeigeführt. Die Auer Stadtwerke warnen davor, auf solche Angebote einzugehen. Als Versorger kennen die verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtwerke Aue GmbH alle relevanten Daten ihrer Kunden und fragen diese keinesfalls telefonisch ab. Man sollte generell telefonisch keine Informationen wie Zählernummer oder Bankverbindung weitergeben und vermeintliche Energieberater nicht in die Wohnung lassen. Für all jene, die sich zu einem Vertrag drängen lassen haben, gilt das Widerrufsrecht. So hat jeder Kunde bei Haustürgeschäften das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den so geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Bei Problemen kann sich der Kunde auch an die Schlichtungsstelle Energie e.V. wenden. Die traditionelle Januarschau im Kulturzentrum Erzhammer hat auch in diesem Jahr wieder tausende Gäste nach Annaberg-Buchholz gelockt.
Fast 4000 Besucher sollten die Schau sehen, die vom 13. Januar bis 4. Februar 2018 unter dem Titel Sammlerwelten – Schätze erzgebirgischer Volkskunst präsentierte, die passionierte Sammler mit Liebe und Leidenschaft über viele Jahre zusammengetragen haben. So fanden wertvolle historische Lichtertürken, Engel und Bergmänner ebenso wie Leuchter, Krippen und Pyramiden auf den 400 Quadratmetern in den Sälen des Erzhammers ihren Platz. Besonderes Highlight waren über 70 sächsische Burgen, 200 Reifentiere inklusive hölzerner Arche, Spielzeuge sowie außergewöhnliche Schnitzereien und eine vielfältige Sammlung an Perlentaschen. Ein Teil der wertvollen und originalen Exponate wurde in selbstgefertigten Bodenkammern gezeigt. Eine Idee, um die Lagerstätten der Ausstellungsstücke spielerisch aufzugreifen. Im Gästebuch fanden sich Einträge begeisterter, teils weitgereister Gäste. Auch 2019 soll es wieder eine attraktive Januarausstellung im Erzhammer geben. Das aktuelle Thema ist allerdings noch ein Geheimnis. Das Steueramt der großen Kreisstadt Aue ist aufgrund von Krankheit vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Betroffen davon sind alle Steuerangelegenheiten der Hunde- und Grundsteuer sowie Gewerbeangelegenheiten. Voraussichtlich am 21. Februar wird das Amt wieder besetzt sein, hieß es weiter. Närrisches Treiben an der Eisarena auf dem Annaberger Markt. Zum Faschingsdienstag waren alle Großen und Kleinen mit Kostümen auf die Eisbahn eingeladen. Zwar hat der Hang zur Kostümierung etwas nachgelassen, Spaß haben die Hobby-Pirouettendreher aber trotzdem. Gleich neben der Eisbahn, darüber hatten wir schon berichtet, haben zwei Holzbildhauer die Maskottchen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz ins Eis gehauen. Die Monstermaskottchen waren im vergangenen Jahr schon beim Märchenfilmfestival Fabulix aufgetaucht. Aber die beiden Gesellen haben noch keinen Namen. Den wollen die Stadtwerke nun finden und haben auch gleich um Namensvorschläge gebeten. Die konnten die fleißigen Ideengeber gleich mal in den bereitgestellten Kasten einwerfen. Nun darf man gespannt sein, welche kreativen Namen dabei herauskommen. Sie sollten auf jeden Fall zu den Stadtwerken passen. Beide Monster symbolisieren übrigens die zwei Hauptsparten Gas und Elektroenergie. Als Preis für die besten Namen winken übrigens eine Monsterrollatur und ein Monsterpaket. Bis zum 2. März können noch Vorschläge eingereicht werden. Stadtwerkeboxen sind bei der Schwimmhalle Atlantis, am Empfang des Stadtwerkehauses auf der Robert-Schumann-Straße 1 und natürlich weiterhin an der Kasse der Eisarena auf dem Annaberger Markt zu finden. Bleiben wir doch noch etwas bei der Narretei und bei Eisbahnen, diesmal aber in Schneeberg. Zum Glück konnte die Silberstrom-Eisarena wieder repariert werden, nachdem sie von Vandalen zerstört worden war. Denn sonst hätte es die folgenden Bilder und den Eisfasching nicht gegeben. Es wäre wirklich traurig geworden. Zum Fasching kommen immer ganz besondere Gäste zur Silberstrom-Eisarena nach Schneeberg auf den Marktplatz. Prinzessinnen, kleine Einhörner oder Cowboys drehen dann ihre Runden auf der Bahn. Rund 200 an der Zahl, die vom Schneeberger Karnevalsclub empfangen wurden. Eingeladen wurden sie zu einem fröhlichen Nachmittag bei Musik- und Eislaufvergnügen. Wer wollte, durfte auch mal am Rad drehen. Bildlich gesprochen, versteht sich.
Denn am Glücksrad wurden kleine Preise erdreht. Etwas später machten sich ein paar Jungs aber ordentlich Platz auf dem Eis. Es waren die Nachwuchsspieler vom Eishockeyverein Schönheider Wölfe in der U8 und U10. Die zeigten auf dem Eis schon mal, was sie drauf hatten. Den großen Fuchs als Maskottchen des Schneeberger Kinderkarnevals wird man wohl hier nicht gleich wiedersehen. Dafür aber viele Menschen auf den Kufen. Noch bis zum 25. Februar, also bis zum Ende der Winterferien, können die auf dem Eis ihre Runden drehen oder sogar kleine Kunststücke vollführen. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr bis zum Abend gegen 20 Uhr. Und jetzt noch zu den Veranstaltungstipps. Götz Ali ist Historiker und Journalist. Er arbeitete für die Taz, die Berliner Zeitung und als Gastprofessor. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. 2002 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2012 den Ludwig-Börne-Preis. Zuletzt veröffentlichte er 2011 den Titel »Warum die Deutschen, warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800 bis 1933« sowie 2013 »Die Belasteten, Euthanasie 1939 bis 1945 – eine Gesellschaftsgeschichte«. 2017 erschien im Fischer Verlag seine große Studie über die europäische Geschichte von Antisemitismus und Holocaust. Europa gegen die Juden, 1880 bis 1945, die Götz Ali nun in Annaberg-Buchholz vorstellt. Auch mit dieser Publikation gelingt es dem Querdenker Ali, der zu den führenden Zeitgenossen gehört, Debatten anzuregen. Ali erschüttert mit seinen Forschungen immer wieder Gewissheiten, Konservative wie Linke, und schreckt dabei nicht vor ungemütlichen Einsichten zurück. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt er, wie Rivalität und Neid, Diskriminierung und Pogrome seit Ende des 19. Jahrhunderts in vielen europäischen Ländern dazu beigetragen habe, den Boden für Deportationen und Völkermord zu bereiten. Wie aktuell die Thematik ist, zeigt nicht zuletzt das kürzlich in Polen verabschiedete und heftig umstrittene Holocaust-Gesetz. Der Autor ist am Freitag, dem 16. Februar um 19 Uhr im kleinen Saal des Kulturzentrums Erzhammer zu Gast. Der Titel im Forum: Zeitgeschichte, Götz Ali, Europa gegen die Juden. Der Eintritt ist frei. Information erhalten Sie unter Kulturzentrum Erzhammer, Telefon 03733 425 256. Und unser Ferientipp: Am 21. und 22. Februar 2018 startet die beliebte Ferienerlebnistour im Natur- und Wildpark Waschleite. Kinder mit Geschwistern und Freunden, Eltern, Großeltern sind herzlich eingeladen. Auf die Besucher warten zwei abenteuerliche Stunden in der Natur. Hautnah können sie Tiere und ihren Nachwuchs erleben und dem Tierpfleger beim Füttern helfen. Die Kinder bekommen Informationen über Haustierrassen bei uns und anderswo. Wer möchte, kann diesmal das Melken erlernen. Ein ganz besonderes Erlebnis wird die Schaufütterung bei den Fischottern sein. Wer zur Ferienerlebnistour mit dabei sein möchte, sollte sich am 21. oder 22. Februar jeweils 10 Uhr am Eingang des Tierparkes einfinden. Ein Tierparkmitarbeiter wird die Besucher dort abholen. Anmeldungen sind erwünscht unter Telefon 03774 13x7 35 oder E-Mail an tierpark@bayerfeld.de. Ja, und das war's von uns. Wenn Sie wollen, schauen Sie morgen einfach wieder rein. 20 Uhr sind wir zur Stelle und wie immer danach auch zu jeder vollen geraden Stunde in der Wiederholung. Empfangen können Sie uns auch über Livestream im Internet auf erztv.de und bei hbb.tv. Oder Sie abonnieren uns bei Facebook und bleiben immer gut informiert. Für heute ist Schluss. Ihnen einen schönen Abend. Glück auf!